Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors hier beim Master Quest DLC. Heute würde ich sagen, holen wir uns mal wieder ein neues Kostüm, nämlich gleich dieses hier beim ersten Dungeon, nämlich ein neues Kostüm für Zelda. Und da freue ich mich schon sehr, denn ich weiß schon, was ihr alternatives Kostüm sein wird und das ist ein richtig cooles. Deswegen graben wir hier mal schnell. Und wir kriegen das Kostüm für sie. Es ist eine Abenteuerschlacht, Zeitdruck, Riesenmonster. Wir müssen Link nehmen und es wird Feuer empfohlen. Ich habe ja in letzter Zeit, wenn wir Link gespielt haben, Moment mal, erstmal Kostüm. Ja, wir nehmen Rekrutengewand, passt schon. In letzter Zeit, wenn wir mit Link gespielt haben, habe ich ja eigentlich immer das Masterschwert genommen, weil das Masterschwert halt einfach mit Abstand am coolsten ist. Also, ich finde, es ist halt am stärksten von den Kombos her und so. Aber wir werden jetzt in nächster Zeit mal wieder ein paar andere Waffen von ihm auch nehmen. Einfach um ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Der Zauberstab wird ja empfohlen. Und den Zauberstab haben wir jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also wirklich Ewigkeiten. Und deswegen nehmen wir ihn jetzt nochmal wieder. Wir gehen aber ganz kurz in die Waffenkammer sogar. Denn ich habe da gerade eben etwas gesehen. Und zwar dieser hier. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Der hat nämlich schon Material und Erfahrung. Wenn ich jetzt noch irgendwo einen Sternbonus finde, dann wäre das eigentlich ganz dufte. Hier ist ein Sternbonus. Ja, machen wir. So, und zack. Dum, 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 dum. Und den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr unbedingt. Das passt schon. Und ja, dann legen wir jetzt los mit dem Feuerstab. Also mit dem haben wir jetzt sogar so lange schon nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig die Kombos auswendig. Also die... Oh Gott, was waren das alles? Die 1er-Kombo war... Ich glaube, diese da, die 2er-Kombo war die und die 3er war die. Genau. Jetzt wisst ihr alle Bescheid. Ne, wir werden es ja gleich nochmal sehen. Wir fangen gleich mal an mit der 1er-Kombo. Das war genau die hier. Die mochte ich nicht so mega ultra gern. Die 2er-Kombo mochte ich aber, glaube ich, gern. Genau, mit diesem Bumerang-Teil da. Ja, die 2er-Kombo ist richtig cool. Und die 3er-Kombo mit dem Flammenwerfer, die mochte ich, glaube ich, auch nicht ganz so arg. Hier die da. Das war auch ganz cool. Also das sieht zwar alles mega episch aus, die ganzen Attacken vom Feuerstab, aber ich mag sie alle nicht so irgendwie. Bam. So, was war die 4er-Kombo? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah genau, das war dieser Feuerdrache da, okay. Also ja, alles ganz cool. Und das hier ist die Standard-Kombo. Alles ganz cool, aber ich mag den Feuerstab trotzdem irgendwie nicht ganz so, leider. Aber die Mission sollte trotzdem kein Problem werden. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, denn ich habe gerade eben etwas von... Glucke und so weiter gelesen. Und es scheint wohl da rechts oben zu sein, deswegen werde ich da jetzt als erstes hingehen. Ja, die Mission ist ja mega einfach. Unsere einzige Mission ist es, zwei Festungen zu übernehmen. Und dann haben wir es schon geschafft. Okay, also das ist echt, das ist ziemlich easy, die Mission. Also, ja, was heißt, dann haben wir es schon geschafft? Dann haben wir halt die erste Mission erfüllt und können dann zum feindlichen Feldmarschall. So, da ist das Küken. Boah, das hat schon einiges auf die Fresse bekommen. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Da komm her, du Idiot. Wir machen mal nochmal die 2er-Kombo, weil mir die so gut gefällt. Sehr schön tot. Ja, also ihr seht, das ist kein Problem. Das Einzige, was ich halt machen muss, ist, 1200 Gegner zu besiegen. Das wird wahrscheinlich das Anstrengendste. Aber, ja, wirklich schwierig wird das jetzt, glaube ich, auch nicht. Ich meine, die sterben ja hier wie die Fliegen. Einfach ein paar Mal... die ganz normale Combo machen und dann kratzen die ja allein davon schon ab. Also das sollte kein Problem werden. Und wo geht denn das Küken eigentlich hin? Wo ist denn die Glucke? Ist die so weit weg? Ach man, ey, jetzt muss ich mich hier echt um das Küken kümmern. Habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Eigentlich müsste ich das auch gar nicht unbedingt machen. Weil, ja, ich meine, im schlimmsten Fall wird dann das Huhn oder die Glucke halt aggressiv und killt mich. Oder versucht es zumindest. Aber wenn wir hier eh so stark sind, dann wird das überhaupt kein Problem, die Glucke dann einfach zu besiegen. Weil, ja, da machen wir dann ein paar Schläge drauf und dann stirbt das Teil. Also, das wird so oder so kein Problem werden, denke ich. Und wo ist denn die Glucke jetzt, Mann? Und drück mal weiter vor jetzt. Ich habe doch hier schon alle besiegt. Ja, genau. Muss ich das jetzt hier echt die ganze Zeit begleiten, dieses Scheißviech? Mann. Ist es jetzt am Ziel? Da vorne ist die Glocke, okay. Und es gibt auch keine Gegner mehr hier. Passt also, Friede, Freude, Eierkuchen und sie helfen mir. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier auf diesem Weg entlang. Werden hier einige Gegner besiegen.
und uns dann auf dem Weg gleich die nächste Festung krallen. So, mal die Drachenkombo. Yeah. Ja, die ist eigentlich ganz cool. Und die Zweierkombo, die mag ich eben auch. Weil die ist relativ schnell, trifft viele Gegner im Umkreis. Aber die Dreierkombo, die dauert irgendwie so ewig. Und die trifft auch gar nicht so arg viele Gegner. Und die Einserkombo trifft auch nicht so viele Gegner. Das sieht zwar so aus, aber tut's nicht. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Ich meine, ich könnte mich da natürlich auch immer täuschen, aber ist halt so mein Eindruck. So, dann mach mal nochmal. Bam! Okay, 260 Kills. Sehr schön. Dann schnappen wir uns diese Festung, den Dekobaum, und holen uns damit verbunden dann die Wasserfee, mit der wir dann dort unten die zweite Festung übernehmen können. Okay, also man muss oder sollte auf jeden Fall diese Festung hier als erstes übernehmen und dann erst die untere, eben wegen der Fee. Und bam, okay. Hallo Festungskommandant und stirb. Der Westbaum droht zu fallen, das ist da links im Westen, wer hätte es gedacht. Aber ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Und ja, auch mit den Gegnern soll es eigentlich keine Probleme geben, denn wir haben jetzt schon knapp 1000 besiegt. Und dort rechts beim feindlichen Hauptquartier sind ja noch 1 Milliarde Gegner. Das könnt ihr ja sehen, das wird komplett von einer roten Wolke umgeben. Und das sind natürlich alles Gegner, die getötet werden wollen. Also 1200 Gegner kriegen wir hier locker zusammen. Das sollte kein Problem werden. So. Also, die sieht zwar episch aus, aber seht ihr, die trifft fast keine Gegner. Da treffe ich mit der Zweier-Kombo mehr Gegner und die geht auch noch schneller. Okay. Jo, dann können wir eigentlich auch schon uns aufmachen. Also an dem Feuerstab mögen tue ich die Zweier-Kombo mit dem Bumerang, die Vierer-Kombo mit dem Drache, also die hier. Ist halt auch so eine Ultimative so ein bisschen. Trifft halt auch relativ viele, aber dauert halt dafür auch lang. Aber die Einser-Kombo mag ich nicht so sehr, die Dreier-Kombo mag ich nicht so sehr. Die Standard-Kombo ist eigentlich auch relativ cool, weil es halt Fernattacken sind. Aber die sind dafür nicht ganz so stark. Das bemerkt man jetzt hier in dieser Mission nicht wirklich. Oh nee, nicht ein Schlüssel, Mann. Das merkt man in dieser Mission nicht wirklich, weil die Gegner sowas von ultra schwach sind. Aber diese ganzen Strahlen, die ich hier mit meinem Feuerstab aussende, die sind nicht ganz so stark. Aber das ist nicht so schlimm, weil es sind ja dafür alles Fernattacken. Also die ganz normale Kombo, die mag ich gerne vom Feuerstab, die gefällt mir. Und auch zwei Kombos gefallen mir. Also, so schlimm ist der Feuerstab eigentlich gar nicht. Weil ich dachte halt immer, bevor ich mit ihm gespielt... Oder, was heißt, bevor ich mit ihm gespielt habe? In letzter Zeit halt immer, als ich nie mit ihm gespielt habe, habe ich halt immer gedacht, ja, ich will ihn nicht nehmen, weil ich den nicht so gut finde. Aber in Wahrheit ist der ja eigentlich doch gar nicht so verkehrt. Das ist aber auch wieder der Beweis dafür, dass man öfters mit den ganzen Waffen spielen sollte, weil erst wenn man mit diesen ganzen Waffen wirklich immer und immer wieder spielt, dann merkt man überhaupt erst, wie gut sie eigentlich sind. Und deswegen sollte man das auf jeden Fall machen. So, jetzt bin ich gespannt, wie schnell Volgar sterben wird. Ich glaube, relativ... Wow. Okay, der hält ja überhaupt nichts aus. Nochmal eine Spezialattacke für dich. Wie viel zieht das ab? Ja, wieder einfach mal keine Chance hat. Okay, 1er-Kombo und stirbt. Das war mega, mega easy. Also wir haben noch gar nicht... Ah stimmt, es gibt ja noch einen Riesenboss. Ja, das ist mir aber auch völlig egal. Ich glaube, König Dodongo war es, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Der wird jetzt wahrscheinlich links oben spawnen, genau in der Nähe von meinem Hauptquartier. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist ja wirklich immer so. Wenn am Ende noch ein Riesenboss beschworen wird, dann spawnt der eigentlich immer in der Nähe von meinem Hauptquartier. Was eigentlich relativ asozial ist, aber... Okay, müssen die Entwickler wissen. Wir müssen hier hoch. Aber auch König Dodongo, wenn es er denn war, aber ich glaube schon, wird kein Problem. Einmal ihn füttern und dann... Ja gut, wir müssen ihm halt mit einmal seine Schwachpunktanzeige abziehen. Was nehmen wir denn da am besten? Die 1er, 2er oder 3er? Die 4er nicht, die dauert zu lange. Die sind eigentlich alle nicht schlecht, glaube ich. Aber mach auf jetzt. Also ich bin eigentlich für die... Die 3er nicht. Ich glaube, die 3er ist nicht ganz so gut. Ich glaube eher die 1er oder die 2er. Wir nehmen mal die 1er. Vielleicht ist die 1er gar nicht schlecht gegen Riesenbosse. Können wir jetzt mal ausprobieren. Weil diese Feuerwände da, die treffen halt relativ viele Gegner auf einmal. Und da König Dodongo so fett ist, würde er die ganze Zeit... Ne, doch nicht. Okay. Das sollten wir lassen. Das ist nicht so gut. Die 2er-Kombo, ja, ist jetzt auch nicht so mega gut. Doch die 3er-Kombo. Ja,
Weiß ich nicht, vielleicht. Wir machen jetzt einfach nochmal eine Spezialattacke, denn ich glaube, wir kriegen den sogar fast so klein. Ja, fast. Trank. Naja, darf ich nicht benutzen, weil wir volle Leben haben. Schlag mich mal, genau. Trank und stirb. So geht's jetzt ein bisschen schneller, als bis wir jetzt warten. Einfach so töten und dann ist alles super. Haben uns dadurch nochmal ein bisschen mehr Zeit gespart. Okay. Dann schaffen wir sogar nochmal eine Abenteuerschlacht in diesem Part, weil das jetzt so schnell ging. Ja, und immer wenn wir zwei Abenteuerschlachten in einem Part schaffen, das ist eigentlich immer ganz günstig, finde ich. Yeah, ein neues Kostüm für Zelda. Und wie schon erwähnt, das ist ein richtig, richtig cooles. Denn viele Charaktere haben ja einfach nur bei ihren alternativen Kostümen eine Farbänderung. Ich meine, ja, das hat Zelda schon auch. Es ist auch nur in Anführungszeichen eine Farbänderung. Aber es ist eben eine Anspielung auf etwas. Ich meine, die anderen Charaktere haben einfach irgendeine andere Farbe und es ist aber nicht eine Anspielung oder so, aber bei Zelda schon. Was genau ich damit meine, das werden wir dann noch sehen, wenn es soweit ist. Wir kriegen Volgas Helm, König Dodongos Klaue, Exalfos Schuppen und Lumpen. Neues Kostüm für Zelda freigeschaltet, Standard Master Quest. Mhm. Werden wir bestimmt irgendwann in nächster Zeit mal sehen. Was könnten wir jetzt noch machen? Ja, noch eine Abenteuerschlacht, wie gesagt. Das ist für Zanto. Ja, könnten wir machen. Ja, oder die hier, ja, mit Ruto. Mit Ruto noch nicht, da will ich noch ein bisschen warten, bis wir noch ein bisschen stärker sind mit ihr. Aber mit Zanto können wir es eigentlich machen. Ja, doch, machen wir mal. Wo das zu finden ist, ist nicht so schwierig. Einfach hier nämlich. Und wir kriegen sein alternatives Kostüm und noch einen Herzcontainer können wir finden. Ach, keine Feinde sichtbar. Mann, hör doch auf zu nerven. Also ich glaube, man muss irgendwo hier irgendwo Flöte spielen. Ich sag mal hier. Einfach so, weil ich es kann. Okay. Und es ist hier. War das da, wo ich gesagt habe? Nee, ich glaube, ich habe... Oder? Nee, ich glaube, ich habe hier gesagt. Also eins daneben. Okay. Aber ich wusste noch so ungefähr. Weil da musste man im originalen The Legend of Zelda auch mal Flöte spielen. Aber ich glaube, nur in der Master Quest-Variante. Was ja auch Sinn macht, denn das ist ja hier die Master Quest-Karte. Und da war dann auch irgendwas. Ich glaube, da war sogar ein Dungeon oder so. Oder ein Herz-Container. Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Nimbus-Garden-Truppen müssen wir besiegen. Wir dürfen nicht blocken. Mit Zanto eben. Wir können noch Herz-Container finden. Jo, wir legen einfach mal los. Holen uns wieder den Qualitätsrang schwach. Und gucken noch kurz in die Waffenkammer. Ob wir da noch mit ihm was machen können. Ich glaube nämlich sogar schon, oder? Er hat die hier, die ist ganz gut. Ja. Ah ne, Moment. Ne, die hier, genau. Die meine ich. Sockel, Stern und Rubin. Hat er irgendwo Materialbonus? Nein, er hat kein einziges Mal Materialbonus. Okay, das ist schlecht. Aber Erfahrung Plus hat er hier. Ja, dann machen wir das kurz. Achso, ja, halt. Ich bin ja schon in der Waffenkammer. Wir gehen hier hin. Und packen hier noch einmal Erfahrung Plus drauf. Habe ich das nochmal irgendwo? Nein. Ja, nicht so schlimm. Passt schon. Und dann später werden wir vielleicht auf dieselbe Waffe dann auch mal Materialbonus drauf haben. Oder wir warten einfach noch, bis wir eine stärkere Waffe haben. Denn, naja, denn so mega ultra gut ist die ja gar nicht unbedingt. Ich meine, es ist zwar eine Stufe 3 Waffe, schon klar, aber sie hat halt nur 2 Sterne. Und deswegen nur 336 Grundstärke. Eine mit 5 Sternen hat ja 420 Grundstärke. Also halt einfach mal fast 100 mehr. Und das macht natürlich schon einen enormen Unterschied, ist ganz klar. Aber momentan müsste die schon ausreichen. Okay, los geht's. In der Schattenebene. Ja, fangen wir doch mal an. Was ist denn unsere Aufgabe? Keine Ahnung, wir werden es bestimmt gleich erfahren. 3, 4, 5. So, hier mal ein bisschen aufstampfen. Zack und zack und zack und zack und zack und zack. Reicht. Gleich mal 100 Gegner besiegt. Sehr schön. Wir müssen feindliche Feldmarsch oder Hauptleute, meine ich, besiegen. Und da ist auch gleich der erste, nämlich eine Nimbusgarde. Das wurde ja schon auf der Overworld angesprochen, dass wir die Nimbusgarden-Truppen besiegen müssen. Und hier ist wohl die erste. Stirbt aber relativ schnell eigentlich.
Ich meine, dafür, dass es ein Hauptmann ist, stirbt das Viech echt relativ schnell, muss man sagen. Sollte also eigentlich nicht allzu schwierig werden. Zack. Ja, schon fast tot. Wenn er noch einmal angreift, dann würde er auch endgültig sterben. Oder wir hauen den Rest einfach so aus ihm raus. Geht natürlich auch. Und stirb. Okay. Das war schon mal relativ einfach. Vielen Dank. Hier sind ziemlich viele Gegner, deswegen werden wir jetzt mal kurz wirbeln. Yeah, Action, 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 Action. Ah, das ist so cool mit Santo. Okay. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten. Der ist gleich hier oben. Da können wir jetzt eigentlich uns direkt hinbewegen. Was? Da ist ein Hyrule-Hauptmann. Was? Wo, wo, wo? Unterstützt ein Hyrule-Hauptmann, damit eine Flucht nicht mehr notwendig ist? Den da oben, oder wie? Ja, nee. Da habe ich jetzt eigentlich keine Bock. Keine Bock. Mhm. Keinen Bock. Ich meine, muss ich ja nicht machen, oder? Ich könnte dem jetzt helfen, wenn ich wollte, aber... Was habe ich davon? Ja, in Gefahr, das ist mir völlig egal. Das soll ja halt abkratzen. Das gehört ja nicht zu meinem Missionsziel dazu. Deswegen ist mir das, wie gesagt, völlig schnuppe, ob der stirbt oder nicht. Ja, ja, ist mir doch egal. Bin eigentlich voll der Arsch, aber was soll's. Ich lasse meine Leute einfach so im Stich. Aber hey, ich bin Santo, ich darf das. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal hier das Aufstampfen, das ist ganz cool. Zack. Bam und bam und bam und bam und bam und bam. Am besten währenddessen im Kreis drehen, damit man auch wirklich alle Gegner erwischt, die um einen rumstehen. Das ist eigentlich so ein kleiner Tipp von mir an euch. Und ja, jetzt wird schon der nächste sterben. Also das ist hier wirklich nicht allzu schwierig. Merkt man halt auch wieder daran, dass die Gegner relativ schnell sterben alle. Also sie stellen wirklich kein Problem dar. Und hier ist ein Silberhuhn. Und ich möchte diesmal das Silberhuhn jetzt vielleicht, denke ich, endlich mal besiegen. Denn ich weiß immer noch nicht, was das Silberhuhn bringt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass nichts passiert, wenn man es nicht umbringt. Also es rastet nicht aus und greift mich dann an oder so. Es passiert einfach gar nichts. Und das wundert mich natürlich schon ziemlich. Und deswegen möchte ich wissen, was es mir denn bringt, wenn ich dieses Viech umbringe. Also entweder gibt es mir eine epische Waffe oder Rubine oder keine Ahnung. Dann werden wir ja dann schon sehen. Ich sehe gerade auch, dass da unten einer von den Typen in mein Hauptquartier eindringt. Also jetzt genau vor mir. Das ist mir aber eigentlich egal erstmal, weil ich glaube nicht, dass der jetzt in so kurzer Zeit da allzu viel anstellen kann. Also das müsste schon in Ordnung sein. Und ich will jetzt wissen, was dieses Silberhuhn bringt. Ich will es wirklich wissen. So, da ist es. Greift mich das auch an? Mann, warum, du blödes Scheißviech? Das kann doch nicht wahr sein. Da bin ich hier und dann haut es ab. Ja, und jetzt ist es ganz links oben. Hey, du kannst mich mal am Arsch lecken. Was soll denn das? Da komme ich extra den weiten Weg hierher und dann zieht sich's zurück. Ich glaube, ich spinne. Das kann doch nicht dein Ernst sein, du Scheißviech. Ernsthaft. Mann, wie mich das aufregt. So, ja, passt schon. Die sind eh schon alle tot. So. Und stirb. Okay. Hier war leider auch nichts. Ich hatte zumindest die Hoffnung, dass hier der Herzcontainer ist, damit es wenigstens ein bisschen Sinn hat, dass wir jetzt hierher gekommen sind. Aber nein. Und ich gehe jetzt auch zuerst zu der Nimbusgarde und ja, das Huhn kann mich jetzt mal am Arsch lecken. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wenn es einfach so vor mir verschwindet, dann mag ich jetzt auch nicht mehr. So, komm her. Bitte viele Kills, viele Kills, viele Kills. Sehr schön. Zack. 32 schon. Das gefällt mir. 1, 2, 3, 4, 5 können wir eigentlich einmal schnell machen, um neue viele Kills zu kriegen. Zack und zack und zack und zack und zack. Reicht schon. Und bam. 114 an der Zahl. Wunderbar. Die Nimbusgarde lebt aber immer noch deutlich, weil wir hier noch nicht wirklich viel abgezogen haben. Aber das wird jetzt alles noch kommen. Nämlich jetzt zum Beispiel. Das Silberhuhn bereitet einen vollständigen Rückzug vor und ist jetzt da ganz oben. Ja, wenn das mal ein bisschen, ein kleines bisschen zumindest in meiner Nähe spawnen würde, würde ich vielleicht auch was dagegen unternehmen, aber so, nein. Kein Bock. Aber wir werden bestimmt noch irgendwann mal herausfinden, was das Silberhuhn bringt. Nur halt jetzt noch nicht, leider. Aber, ja, es ist mir jetzt echt zu blöd. Mein Gott. Zack. Die rücken in mein Hauptquartier vor. Okay. Dann werde ich ihnen jetzt den Weg abschneiden. Ja, ich muss ja noch den Herzcontainer finden. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wo könnte denn der sein? Ja, wahrscheinlich einer der Linken.
würde ich jetzt mal vermuten, weil das ist am meisten am Arsch der Welt. So, wirbeln, wirbeln, wirbeln. Yeah, yeah, alle raus aus dieser Festung. Was wollt ihr eigentlich? Das Huhn hat sich vollständig zurückgezogen. Ja, shit happens. Kann ich jetzt nichts machen. Du hast das Silberhuhn nicht besiegt. Ja, ich weiß. Aber was passiert denn? Nichts passiert. Ist doch völlig gleich, ob ich das besiege oder nicht. Also es muss eigentlich wirklich so sein, dass ich irgendwas von dem Silberhuhn bekomme, wenn ich es schon töte. Weil anders wird es ja keinen Sinn machen. Weil ich kriege... Oder, nee, anders gesagt, es passiert nichts, wenn ich es nicht besiege. Also muss es mir ja was bringen, wenn ich es schon besiege. Das ist ja eigentlich bei den Hühnern immer genau andersrum. Deswegen ist das silberne Huhn eigentlich ganz cool. Weil bei den anderen Hühnern ist es ja so, wenn man sie nicht besiegt, dann kriegt man auf die Fresse. Und wenn man sie besiegt, dann passiert halt einfach nichts. Aber beim Silberhuhn scheint es ja offenbar andersrum zu sein. Da bringt es einem was, wenn man es besiegt. Und wenn man es aber in Ruhe lässt, dann passiert gar nichts. Also an sich ist es schon ganz cool. Aber ich weiß halt nicht, was genau passiert. Das müssen wir halt noch irgendwann mal herausfinden. So, bam. Schön alle durch die Gegend gewirbelt. Und da ist der Festungskommandant. Und stirbt. Ja, natürlich war auch hier nichts. Und es gibt nur noch eine einzige Möglichkeit, nämlich nur noch diese Festung dort links. Also war die Theorie richtig und dort ist dann der Herzcontainer. Ja, kann man jetzt nichts machen. Aber wir müssen ja eh noch 1200 Gegner besiegen. Deswegen, ja, ist das schon okay, dass wir jetzt hier so einen kleinen Umweg machen müssen. Das passt schon, denke ich. So, der stirbt auch noch schnell. Zack. Ach, Moment mal. Nee, Blödsinn. Es gibt da unten nochmal eine Festung, die... Ah, nee. Ah, es gibt sogar noch zwei Festungen, die wir noch nicht eingenommen haben. Ach so. Okay. Sorry, dann habe ich mich da getäuscht. Es gibt noch zwei Festungen, die möglich wären, außer dieser hier. Also insgesamt noch drei mögliche. Nämlich einmal die hier eben, wo wir gerade sind. Dann die da runter und noch die ganz rechts. Da ist schon der Festungskommandant von den Feinden erschienen. Also da haben meine Leute schon ganz gute Arbeit geleistet. Da müssen wir nicht mehr so viel erledigen. Und ja, es ist tatsächlich nicht hier, okay? Dann gucken wir als nächstes da unten nach. Aber da sind meine Leute auch schon am Werke. Also das dürfte auch nicht mehr so lange dauern. Ja, obwohl doch. Da haben sie jetzt nicht allzu viel geleistet. Okay, es sind nur Stoßtruppen. Aber trotzdem, naja. So, bam. Machen wir die Zweier-Kombo. Zack, alle kaputt schießen. Und zack. Okay. Kriege ich hier meinen Herzcontainer? Nein. Es ist natürlich wieder in der letztmöglichsten Festung. Ist es nicht immer so? Also irgendwie schon. Vor allem in letzter Zeit. Agneta ist im Bedrängnis. Ich glaube, das ist mir aber egal, oder? Weil die hat keine Fahne. Oder? Moment mal. Ist es mir egal? Nein, ist es mir nicht. Scheiße. Die Fahne wird nur nicht angezeigt, weil sie von dem roten Gegnerpunkt überdeckt wird. Aber sie hält noch einiges durch. Also sie würde jetzt nicht sofort sterben. Und ich bin ja eh schon auf dem Weg zu ihr. Also das sollte sie jetzt schon noch aushalten. Hoffe ich. Das sind schon wieder Nimbus-Garden. Oder einer zumindest, aber... Ja, ist mir eigentlich egal. Ein Schlag, zack, und das war's. Und hier kriegen wir unseren wohlverdienten Herzcontainer. Yeah! Und Santo freut sich auch. Okay. Ja, dann nur noch die Mission abschließen und dann war's das auch schon. Ein ziemlich erfolgreicher Part, würde ich mal so behaupten, aber die Missionen waren auch wirklich nicht schwierig, das kann man schon so sagen. Ja, und Impa stirbt auch relativ schnell, können wir sehen, also... Sie hält ein bisschen was aus zumindest, im Vergleich zu manchen anderen Lappen, wie zum Beispiel aus der letzten Mission. Also ein bisschen was hält sie aus, aber jetzt nicht allzu viel. Na, was mache ich denn? Bin so schlecht. Server, bist du mal tot? Ich hätte sie jetzt gerade eben kritisch treffen können, aber da war ich irgendwie zu dumm. Habe ich irgendwie verpeilt, sorry. Aber wir kriegen sie auch so klein, keine Angst. Und sie hat auch wieder ihre 8-Bit-Waffe, ihr 8-Bit-Bigoron-Schwert. Oder auch einfach der Bumerang am Stiel, wie ich es gerne nenne. So, noch eine Spezialattacke und dann könnte sie sogar schon fast sterben. Ich glaube noch nicht ganz, aber fast. Ja, eine noch hinterher und dann war's das für Impa. Ja, 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 wie er sich freut. Und zack. Okay. Kein Problem.
Und wenn wir jetzt gleich noch eine ganz kurze Mission finden, dann schaffen wir sogar nochmal eine. Am besten eine mit verheerenden Treffern oder so. Aber ich weiß nicht genau, ob es da noch eine gibt. Wir werden uns gleich mal noch kurz umgucken auf der Overworld, dann werden wir es ja sehen. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall erstmal das alternative Kostüm für Xanto. Bei ihm habe ich noch keine Ahnung, wie das aussehen wird. Da müssen wir uns mal überraschen lassen. Also ich kenne es halt nur von Zelda schon aus den Trailern, weil da hat man es schon gesehen. Und ich glaube, es wurde auch kurz was dazu gesagt. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool, ihr Outfit. Da könnt ihr euch echt schon mal drauf freuen. Okay, das folgende bekommen wir. Einen Schattensäbel, eine goldene Chopin und einen roten Ring. Außerdem noch Impass Haarbänder, Nachtschwärmerkette, Nimbus Garden Panzer und Metallplatten. Neues Kostüm für Xanto freigeschaltet, Standard Master Quest. So, noch eine kurze Mission hier irgendwo. Mit verheerenden Treffern am besten. Ne, Raserei dauert viel zu lang. Ja, das war das Triforce Quest mit Ruto, aber ne. Hier irgendwo vielleicht. Das sieht nach Abenteuerschlacht aus, ja. Das hier. Abenteuerschlacht, schlecht. Das hier, Einzelschlacht, Offensive, Defensive, aber Stufe 8, nein. Das ist auch eine Abenteuerschlacht. Was haben wir hier? Raserei, nein. Nein. Das hier. Besiege alle Feinde. Mit Link. Aber wir haben die Leiter. Das könnten wir jetzt eigentlich noch ganz schnell machen. Ja, wir benutzen die Leiter, die müssen wir hier benutzen. So. Dann kriegen wir für ihn wahrscheinlich einen Herzcontainer, richtig. Und noch einen Kompass. Ja, Feinde besiegen, Stufe 7. Ich sehe unter anderem ist Volga dabei, das gefällt mir nicht. Aber sonst müsste das schon passen. Die große Fee oder die Handschuhe werden empfohlen. Große Fee haben wir noch nicht so mega stark. Da haben wir erst einmal Stufe 2. Deswegen nehme ich den Handschuh. Den haben wir ja auch noch oft nicht benutzt. Vor allem den Kettenhund. Ich glaube, den Kettenhund haben wir noch gar nie benutzt sogar. Deswegen nehmen wir den jetzt. Ja, und wir nehmen einfach jetzt den hier. Passt schon, ich bin jetzt zu faul für die Waffenkammer. Der hat immerhin auch Materialbonus drauf und das ist ja gut und wichtig. Deswegen passt es schon. Und ja, den Morgenstern, den mag ich ja auch ziemlich gerne. Also ich mag eigentlich fast alle Waffen von Link ziemlich gerne. Das Masterschwert ist zwar am besten, aber... ah, wie das aussieht. Das ist cool. Das Masterschwert macht sogar immer die Fresse kurz auf, wenn ich sprinte. Seht ihr das? Cool. Das Masterschwert mag ich am liebsten, ganz klar. Aber die anderen Waffen mag ich eigentlich echt auch ziemlich gerne. Also, warum ist hier ein einzelner von diesen kleinen? What the fuck? Das war doch noch nie der Fall. Warum ist hier ein einzelner von den kleinen? Ah, wie süß. Zack. Boah, der überlebt sogar einen Schlag. Okay. Wo war ich jetzt gerade? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Achso, ja, genau, die ganzen Waffen. Also Masterschwert mag ich am liebsten mit Abstand. Man hört auf zu nerven jetzt. Den Feuerstab, ja, den mag ich wahrscheinlich am wenigsten von all den Waffen von Link, aber der ist trotzdem ganz cool eigentlich. Hier die Handschuhe mag ich sehr, sehr gerne. Epona mag ich sehr, sehr gerne. Die große Fee mag ich sehr, sehr gerne. Also eigentlich alle Waffen von Link sind echt ziemlich episch. Aber das Masterschwert ist und bleibt am besten. Für mich zumindest. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil die haben mir tatsächlich schon ein bisschen was an Schaden gemacht, die beiden Gyptos jetzt, was ziemlich unnötig war. Und deswegen möchte ich das jetzt am liebsten verhindern, dass ich noch mehr Schaden bekomme. Was ich mich übrigens auch gerade frage, wir können ja sehen, Link braucht nur noch zwei weitere Herzen und dann ist seine... Oh Gott. Und dann ist seine erste Herzenreihe, seine zweite Herzenreihe, meine ich, schon voll. Und ich dachte eigentlich, dass jeder Charakter nur zwei Herzreihen hat. Aber, boah, Alter, was ist hier denn los? Aber Link hat irgendwie mehr, oder? Weil es kann eigentlich gar nicht sein, dass jetzt dann schon Schluss ist. Er müsste ja eigentlich mehr haben, glaube ich. Bam. Oder? Ich weiß es aber nicht sicher. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Und hier, die sterben unterschiedlich schnell, die ganzen Gegner hier. Also manche kriegen mehr Schaden und manche weniger. Ist auch ganz interessant. Bam. Aber das ist ja eigentlich öfters so bei den Festungsaufgaben hier. Oder was heißt Festungsaufgaben bei diesen... Gegner besiegen Aufgaben wohl eher. Will jetzt mal sterben endlich? Kratz ab jetzt. Kratz. Kratz. Kratz halt ab, Mann!
Ja, natürlich bin ich genau in der Mitte von denen und kann auch voll viel machen dann, weißt du? Das war ja auch voll fair jetzt. So eine Scheiße, ey. Mann! Wie unfair. Ja, ich weiß, ich hätte besser aufpassen müssen, aber trotzdem, das war kacke. Okay, der nächste ist tot. Und der hier wird zugleich folgen. Ich muss jetzt echt aufpassen. Vor allem jetzt dann gleich im Kampf gegen Volga. Das wird natürlich der schwierigste Kampf, ist ganz klar. Also da muss ich jetzt echt aufpassen, dass der mich nicht allzu oft trifft. Das wäre sonst ziemlich scheiße. Ist hier noch was? Nein. Okay. Die Frage ist halt auch, wer wird Volga unterstützen? Ich hoffe nur ein anderer Gegner. Und ich hoffe, dass das ein ziemlicher Lappen ist. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass es jetzt vier Gegner sind, gegen die ich jetzt kämpfen muss. Wir sehen es ja gleich. Es ist Pyrom... Oh nein. Nein, nicht Volga und Pyrom hat gleichzeitig. Was soll das denn? Okay, ich glaube nicht, dass wir hier jetzt auf Anhieb einen A-Rang hinbekommen, weil ich zu schlecht bin. Die Mission ist zwar eigentlich locker möglich im A-Rang, aber ich bin einfach zu schlecht. Deswegen werden wir es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen. Zack. Boah, die nehmen auch voll wenig Schaden nur. Spezialattacke! Mit dem Kettenhund. Los, Kettenhund, greif an! Bam! Okay, wie viel Schaden nehmen die so? Ja, geht so. Ja, nicht wirklich viel eigentlich. Hä, wo ist denn? Ah, nee, ist ja gar nicht Volga. Hä, der war doch auf der... Ach, war das Pyroma auf der Karte? Ich dachte, es wäre Volga. Ach so! Okay, gut, ja, dann ist es gar nicht so schlimm. Ja, Pyroma ist auch... Ach, du Scheiße! Du Arschloch! Nein, Mann! Ja, Pyroma ist auch ein ziemlich behinderter Gegner, finde ich. Kann ich den jetzt auch mal wieder treffen, hey? Ey, ich lass mich von jedem Scheiß erwischen. Ich stelle mich gerade mega schlecht an in dieser Mission, ich weiß. Ich möchte aber nicht wirklich Combo-Attacken... Ich möchte nicht wirklich Combo-Attacken machen mit dem Kettenhund hier. Weil die dauern mir fast ein bisschen zu lange und sind mir ein bisschen zu riskant. Weil die ganz normale Combo mag ich halt sehr, sehr gerne. Warum sollte ich dann auf Combo-Attacken setzen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Da hätte ich ihn jetzt einmal treffen können und dann macht Ägypto da eine Scheiße. Ich fass es nicht. Ich sollte doch erst die Ägyptos aus dem Weg räumen, glaube ich. Das ist, glaube ich, intelligenter. Bam. Ja, der wird doch jetzt auch gleich sterben, der Erste. Boah, Pyroma nervt mich auch zu Tode, hey. Ja, die Ägyptos eigentlich noch mehr. Ja, ist ja okay. Und stirb jetzt endlich. Okay. Der Erste ist tot. Zack. Der Zweite wird hoffentlich auch gleich sterben. Also, ja, die Hälfte seiner Leben hat er schon verloren. Nein, hör auf mit deiner Drecksattacke da. Komm her. Sehr schön. Okay. Und bam. Ich stand eigentlich voll in seinem Strahl drin, aber habe keinen Schaden bekommen. Das ist auch so cool. Wäre aber auch irgendwie unfair, wenn man während dieser Animation hier verwundbar wäre. Das wäre ein bisschen assi, deswegen ist schon okay so. Okay, auch der Flammengipto ist tot. Puh, damit fehlt nur noch Pyroma. Okay, er greift an. Sehr gut. Ja. Und wir hauen jetzt schon mal drauf. Das reicht aber nicht ganz. Nein, das reicht nicht. Ja, ich hätte eine Combo machen sollen. Die 1er-Combo zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ja, hör auf zu nerven jetzt, Pyroma. Komm her. Okay. Bam. So. Jetzt. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, erstmal die 1er-Combo. Zack, und jetzt noch eine Spezialattacke hinterher, die nicht geklappt hat, verdammt. Ja, dann machen wir halt jetzt eine Spezialattacke. Und es müsste dann eigentlich auch reichen, um ihn zu töten. Ja, so ist es. Puh. War das jetzt noch ein A-Rang? Ich weiß es nicht. Ich habe mich echt mega schlecht angestellt, ich weiß. Also das war jetzt gerade eine ziemlich erbärmliche Leistung von mir. Aber es war noch ein A-Rang, okay, sehr gut. Puh. War aber knapp. War auf jeden Fall knapp. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors hier beim Abenteuermodus. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, gerne auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier im Abenteuermodus weitermachen werden. Jetzt sehen wir noch ganz kurz... Ah, ich hätte die Siegespose da lassen sollen mit dem Kettenhund. Ja, egal. Schauen wir uns später irgendwann mal nochmal an. Jetzt sehen wir noch ganz kurz, was wir alles bekommen haben. Nämlich neue Krafthandschuhe, einen neuen roten Ring und eine neue große Fee des Waldes. Ja, hier hauen wir mal die weg, die können nichts. Die hier schon eher. Ja,
Einigermaßen zumindest. Der kann nix. Jo. Den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, den auch nicht mehr. Passt. Wir kriegen noch Flammen, Gipto-Arsche, Pyromas-Robe, Nachtschwärmerkette und Flammenbandagen. Jo. So heißen die Dinger. Okay. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.